Hallo und herzlich willkommen bei Dear System Pride, dem Kanal über Trauma, Folgestörungen und Dissoziation. Willkommen zum zweiten Teil beim Thema Helfergewalt. Und heute möchte ich mit dir darüber reden, wie kannst du dich auf ein Erstgespräch oder auf einen längeren Klinikaufenthalt vorbereiten, damit du dich gestärkt, wohler und sicherer fühlst, um durch die Erstgespräche als auch Beratungssettings, Kontexte bzw. in Kontakt mit Professionisten, Pflegerinnen, wie auch immer, ja, besser durchzukommen. Und so habe ich das Ganze in drei Bereiche aufgeteilt. In was kannst du vorher machen, also vor dem Gespräch oder Aufenthalt, was kannst du währenddessen tun und was hilft dir vielleicht sogar danach. Vorher habe ich für mich formuliert, das hatte ich auch mit meiner Betreuerin, mit einer Professionistin ausgearbeitet, um mich auf den Klinikaufenthalt vorzubereiten. Und zwar haben wir überlegt, was ist so mein großes Thema, und es ist so dieses Nicht-Gehören, Nicht-Gesehen, Nicht-Verstanden und begleitet werden. Und es sind aber auch ganz konkrete Erfahrungswerte, vor denen ich Sorge habe, dass sie sich so wiederholen und ich denen ja wirklich machtlos gegenüberstehe und eben in ein altes Verhalten und Muster zurückverfalle. Deswegen habe ich für mich aufgeschrieben, fernab davon, was sind meine aktuellen Symptome? Denn das ist etwas, was ich sehr häufig gefragt werde, beziehungsweise das Gespräch sehr schnell darauf hingelenkt wird, was ja auch nachvollziehbar ist, weil man wissen möchte, worum geht es denn im Großen und Ganzen, und wahrscheinlich versucht das Ganze ein bisschen abzugleichen mit dem, was passiert hier, was können wir überhaupt leisten und da einen Mehrwert für den Klienten, Patienten kreieren, begleiten, schaffen. Dann habe ich noch, was sind so meine Schwierigkeiten im Alltag, also was kann ich dadurch schwerer, weniger oder gar nicht. Dann habe ich noch meine bekannten Trigger. Ich habe das versucht auch vom Groben ins Feinstoffliche, also von einem Oberthema hin zu einem Beispiel, mit dem ich mich wohlfühle, oder ein Beispiel, von dem ich annehme, dass ich das in der Situation gut formulieren kann, ohne dass es groß zu meinem Nachteil wird. Dann habe ich noch aufgeschrieben, was sind denn meine Sorgen überhaupt innerhalb des Gespräches bzw. des ganzen Aufenthaltes, sei es von der Atmosphäre, wie sieht es aus, was brauche ich, damit ich mich wohl und sicher fühlen kann, und was brauche ich aber, um auch mich einem Professionisten besser öffnen zu können und sozusagen meine Antennen und meine Schutzstrategien vielleicht etwas runterfahren zu können. Dann aber auch, was sind Ziele und Wünsche für das Gespräch, die Zusammenarbeit oder den Aufenthalten. Theoretisch kannst du die noch in kurzfristig, mittel- und langfristige unterteilen, wenn es da bei dir mehrere gibt. Oder du schreibst erstmal ganz groß bzw. grob das Thema auf. Dann habe ich für mich noch, weil es sehr relevant ist, ich habe ja damit zu tun, dass ich nach außen sehr funktionell wirke, es innerlich aber ganz, ganz anders aussieht und das eben regelmäßig übersehen und überhört wird. Und deswegen hatte ich für mich nochmal aufgeschrieben, was sind eben meine Schutzmechanismen und meine Schutzstrategien. Beispiel, ich erkläre mein Anliegen, erzähle eben auch diese Diskrepanz zwischen innen und außen, beziehungsweise, dass ich das Bedürfnis nach Begleitung habe, da ich mir selbst eben nicht mehr weiter zu helfen weiß oder die Dinge, die ich aus der Vergangenheit kenne und praktiziere, nicht mehr oder unzureichend wirksam sind. Und mein Gegenüber das total übergeht oder mir abspricht und sagt, das ist ja gar nicht so, aber sie sehen ja gar nicht so aus. Also etwas, was mich sehr, sehr dämpft. Und dann beginne ich zu intellektualisieren und mit Fachbegriffen gefühlt dem ICD-10, also dem klinischen Diagnostikbuch, und Sätzen daraus um mich zu werfen, in der Hoffnung, dass, wenn ich sowas benutze, die Leute irgendwie empfänglicher dafür werden. Das klappt meistens nicht. Aber da ich noch keine andere gute Strategie habe, sieht das einfach regelmäßig. Was du auch machen kannst. Vielleicht hast du ja schon Erfahrung mit Erstkontakten oder eben Behandlungskontexten und kannst dich noch so an Fragen oder Themen erinnern. Und vielleicht gibt es auch konkrete Situationen, wo du merkst, da wusste ich keine Antwort drauf, oder wie das Gespräch verlaufen ist, das passt mir nicht so gut. Da habe ich gemerkt, das tut mir nicht gut, da fühle ich mich nicht wohl mit, sodass du für dich im Vorhinein,
für dich selber, vielleicht auch mit jemandem zusammen, dem du vertraust, der vielleicht sogar Erfahrung hat oder aber auch ganz fremd ist und genau diese Fragen stellst und mal schaust, was würde er oder sie antworten oder welche Ideen hat er, um da eben Sätze oder Ansätze für dich zu verschriftlichen, die du hast, auf die du zurückgreifen kannst. Und da kommen wir nämlich auch zum nächsten Punkt. Was kannst du machen, wenn du in das Gespräch gehst? Für mich ein absoluter Gamechanger war, als ich in einem Blog gelesen habe, dass ich Fragen überspringen darf. Auf diese Idee bin ich früher nicht gekommen. Ich habe mich dem einfach hingegeben, egal wie gut es mir tat oder nicht, weil ich in der Annahme war, ich müsste das ja sagen, damit man mich hört, man sieht, mich verstehen kann. Ja, also ich muss sichtbar werden und deswegen wäre das ja zu meinem Nachteil, mich dem nicht zu stellen. Ich habe das jetzt öfter ausprobiert. Und es hat mir keiner krumm genommen. Es war wirklich eine positive Erfahrung, in dem Erstgespräch zu sagen, da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Und das wurde dann erstmal hingenommen und dann manchmal sind wir auf das Thema zurückgekommen, manchmal auch nicht. Das war echt toll. Was mir auch hilft, ich habe ja wie gesagt meine Listen und Notizen gemacht und die habe ich in jedem Gespräch bei mir, beziehungsweise dann, wenn ich weiß, dass ich in bestimmten Kontexten hier bin und Anwendungen und das eben Thema werden kann. Und bei mir ist es so, wenn man mich konkret Dinge fragt, kann es sein, dass ich da null drauf zugreifen kann. Das ist alles weg. Ja, wie sind denn deine Symptome? Also mir fällt nichts ein oder ich beschwichtige und bagatellisiere das selber bei mir. Ach komm, ist ja ganz so schlimm, weil ich gar nicht drüber reden kann oder will, ne? Weil ich wieder Sorge habe, diesem Gespräch gar nicht gerecht zu werden und einen Mehrwert zu kreieren, sodass der andere hört, sieht, was Phase ist. Genau, nimm die Notizen mit. Ich mache es so, dass ich sie ablese, ich lese sie mir durch und versuche dann so meine Sätze zu bauen, was du aber auch machen kannst. Du kannst dir auch einen Brief oder eben diese Stichwörter verformulieren, du kannst dieses Schreiben geben und zum Beispiel mit dem Finger auf ein Thema zeigen oder so, damit derjenige was bekommt. Und dann kann er für sich gucken, ah okay, das ist jetzt vielleicht das Thema, wie kann ich dich abholen? Ja, wie kann ich dich angenehm mitnehmen auf dem Weg? Dann gilt dasselbe auch für deine vorgefertigten Sätze, falls du die hast. Was ich mir auch überlegt habe, ich weiß leider noch nicht, wie das konkret aussehen kann, aber es gibt ja so Notfallpässe für Allergiker beispielsweise. Ja? Die tragen den bei sich, man steht ja, welche Unverträglichkeiten man hat und so weiter und so fort. Und ich habe überlegt, das wäre doch total genial, wenn ich sowas dabei hätte. Es muss ja gar nicht um eine Diagnose gehen, aber du kannst ja auch Verdacht schreiben, ja? Verdacht auf. Kommt ja sozusagen sehr schnell vor der Diagnostik. Und dass man dann eben Themen wie dissoziative Störung, posttraumatische Belastungsstörung, Anpassung, Ängste, was auch immer. Und vielleicht sogar Trigger oder Ressourcen. Also, dass derjenige auf dieser Karte halt sieht, okay, was ist das Thema? Worum geht es hier eigentlich? Dass es ein bisschen greifbar wird. Und was braucht er? Also eine Karte, die demjenigen helfen kann, Strategien zu entwickeln, um für dich da zu sein. In welcher Form auch immer. Vielleicht befasse ich mich damit nochmal. Genau. Ich habe Symptome, Trigger und wie können die sozusagen entschärft werden? Was mir auch hilft, ich führe hier täglich digitales Tagebuch, um einfach auch für mich festzuhalten, was passiert hier, weil ich merke, dass ich teilweise am Ende des Tages es nicht mehr weiß oder es halt echt hart verdränge, weil eben zu viel Helfergewalt mir hier begegnet. Selbst gilt für Tagebuch, du kannst wie gesagt digital oder analog machen. Ich mache das digital, weil ich sehr schnell denke und für mich ist es so, ich muss es dann direkt verschriftlich haben, sonst drehe ich durch. Genau, was mir auch hilft, regelmäßig Kontakt mit Vertrauenspersonen, das kann ja privat und oder auch aus einem professionellen Kontext sein, was dir da hilft. Stärkende Ressourcen sind super, was ich morgens mache, ich puste Seifenblasen aus dem Fenster und das ist total genial und entspannend und freut mich und einige im System. Was ich auch gemacht habe, ich habe den Vorfall, den ich hier selber in der Klinik hatte mit einem Pfleger, es ging um eine Behandlungsform, eine Untersuchung, um die man eigentlich gar nicht rumkommt im Klinikum, durch die ich durch musste. Und obwohl ich gesagt habe, was Phase ist und was schwierig ist, hat die Person halt überhaupt keine Rücksicht drauf genommen und dementsprechend ist das eskaliert. Ich habe es dann an die Pflegeleitung gewendet, beziehungsweise überall geschildert. Das war sehr schwierig für mich. Ich habe auch dann auf meine Notizen zurückgegriffen. Und das kann auch sein, dass du das Ganze eben meldest an eine Vertrauensperson oder eben auch an eine leitende Person. Und oder, dass du mit einer Begleitperson zum Personal gehst und das Ganze entweder verbalisierst
oder auch verschriftlich hast und weitergibst. Also das sind so zwei Dinge, die mir einfallen. Und oder was du auch machen kannst, vielleicht für Einzel- oder Stoppsitzungen ein Zeichen zu vereinbaren, wo dann ganz klar hervorgeht, okay, hier wird jetzt eine Grenze überschritten, ich möchte nicht mehr oder jetzt bitte mit Vorsicht. Für danach, sprich wenn das Gespräch vorbei ist oder der Aufenthalt, kannst du ja mal schauen, inwiefern deine Vorbereitung und die Strategie, die du dir überlegt hast, funktioniert haben vor Ort. Wo hast du gemerkt, das brauche ich vielleicht gar nicht, das klappt schon gut von alleine mittlerweile. Wo ist vielleicht doch ein bisschen Veränderungs- und Anpassungsbedarf und was kann vielleicht auch echt komplett weg oder was ist hinzugekommen, kann ja auch passieren. Du kannst dich auch fragen, was lief gut, worauf bist du auch stolz, was hat vielleicht besser geklappt als sonst oder war auf einmal voll genial. Und genau, was war der persönliche Erfolg? Dann kannst du deine Situation und Notizen auswerten. Welche Sorgen haben sich bewahrheitet? Was fällt dir an deinen Notizen auf? Hast du vielleicht eine bestimmte Perspektive? Wiederholt sich ein Thema, ein Wort? Was ist vielleicht auch ganz neu? Was kanntest du so noch gar nicht? An Gefühlen, an Wahrnehmungsperspektive, aber eben auch, was du verbalisiert hast oder an Erfahrungen in Kontakten mit anderen. Dann kannst du dich auch fragen, gibt es Muster? Erkennst du Zusammenhänge mit dem, was du jetzt wahrgenommen und erlebt hast oder auch im Vergleich zu vorherigen Dingen? Und wenn du das für dich alles so reflektiert hast und da mehr oder weniger was bei rumgekommen ist, kannst du ja auch nochmal schauen, inwiefern bedarf es halt neue Strategien. Ne? Oder du kannst dich fragen, wenn ich nochmal in diese Situation komme oder in eine ähnliche, wie würde ich jetzt damit umgehen aus dieser Distanz, wo ich mich wohler, sicherer, stabiler fühle? Oder was braucht es, damit du nur ein ganz bisschen sicherer oder mutiger wirst, etwas zu machen, was du dir vorgenommen hast, was vielleicht nicht so geklappt hat oder eben auch Worte zu finden oder einfach in deinem Standing zu bleiben. Was du auch machen könntest, wäre, dass du demjenigen, mit dem du in Kontakt warst oder der Klinik, der Leitung, wie auch immer, ein Telefongespräch hast, wo du vielleicht nochmal eine Rückmeldung gibst. Du kannst es aber auch verschriftlichen. Dass du im Prinzip wie eine Rezension oder ein Feedback formulierst, was lief für dich als Patient, Klient gut, was klappte und vielleicht auch weshalb weniger gut und was würdest du dir vielleicht wünschen, was hätte dir geholfen in der Situation. Und wenn du dich dafür entscheidest, wäre vielleicht noch gut zu überlegen, was ist sozusagen das Ziel, wenn ich das weitergebe an die Leitung. Was wünsche ich mir? Was ist die Veränderung, die Bewegung, die ich damit hervorrufen möchte, damit du im Prinzip ein Ziel hast und fokussiert damit arbeiten kannst? Genau, das waren jetzt so meine Ideen zu dem Thema. Vielleicht hast du noch ganz, ganz andere Ideen und Erfahrungen. Ich würde mich freuen, wenn du die mit mir teilst, denn daraus kann ja auch wieder was Neues entstehen und wir bleiben in Bewegung und im besten Fall können wir ein gutes Beispiel bzw. eine Inspiration für unser Gegenüber werden. Genau, wie immer gilt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Und was noch wichtig ist, wenn du selbst in einer Notsituation, in einer Krise bist oder Unterstützung bedarfst oder jemanden, den du kennst, der dir wichtig ist, dann schau einfach unten in die Linksammlung. Ich hoffe, dass da was bei ist, was dich inspiriert oder ganz konkret begleitet und unterstützt in deinem Anliegen. Also, auf bald. Tschüss.